So, hallo liebe Wains und herzlich willkommen zu einem neuen Video, denn euch interessiert mein Aldi und Rewe Einkauf. Hier habe ich beide Kassenzettel und hier haben wir die Lupe auch am Start. Als erstes muss direkt in den Kühlschrank, denn ich habe nichts mehr, 2 Flaschen Cola Zero koffeinfrei. Für je 1,79 plus 25 Cent Pfand. Muss direkt kalt gestellt werden, damit ich auch nachher heute Abend kalte Cola habe. Upsa. Dann stellen wir mal eben auf super und super. Dann kühlt er besonders schnell runter. Dann habe ich für meine weiße und helle Wäsche und für die Schweinchenwäsche Vollwaschmittel geholt. Kostet 10,99 Euro. Da fahre ich besser mit als mit den kompakten und Spar und hast du nicht gesehen. Dann ebenfalls für die Schweinchen der Salatherzen für 89 Cent. Kriegen die auch gleich zum Abendessen schon. Dann möchte ich Shepherd's Pie machen und habe deshalb Hackfleisch für 4,79 Euro geholt. Shepherd's Pie habe ich noch nie gemacht, mache ich morgen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Dann habe ich auch zum Einfrieren auf Vorrat für 1,39 viermal Markenbutter geholt. Viermal wird eingefroren. Ich wollte eigentlich mal wieder diese mit gesalzene streichfähige, aber die kostet ja fast 1 Euro mehr, 80 Cent mehr. Ne, nicht mit Mutters Tochter. Für meinen Freund, das ist immer quasi sein Frühstück, habe ich diese, ja, Croissants für 1,59 geholt. Er ist typisch Italiener, morgens ein Croissant oder ein anderes süßes Teilchen und ein Espresso und dann ist er fertig für die nächsten Stunden. Also frühstücken mit Schatzi ist leider nicht drin. Dann habe ich geholt Paprika für 1,99, 3 Stück. Die roten. Ich mag eigentlich lieber die Spitzpaprika, sind genauso teuer, aber auf den Kilogrammpreis gerechnet sind diese erheblich billiger als die Spitzpaprika. Dann habe ich runtergesetzt Gemüse in Aspik für 2,21 Euro und da sind 66 Cent runtergegangen. Ich liebe das sehr auf warmem, aufgebackenem Brötchen. Lecker, habe ich lange nicht gehabt, freue ich mich schon drauf. Dann habe ich Vollkornhaferflocken geholt. Mein Müsli oder was weiß ich war jetzt alle, kostet 85 Cent. Kommt immer in die Buttwig-Creme oder woanders rein. Haferflocken kann man immer gebrauchen. Dann habe ich Speisequark geholt, viermal den 20-prozentigen für 85 Cent. War das so? Ja, 85 Cent, viermal 20-prozentig. Dann frische Vollmilch, geht bei mir auch immer weg. Die ist momentan preiswert, in Anführungszeichen natürlich, für 99 Cent. Habe ich 2 Stück geholt, da komme ich, verbrauche ungefähr eine halbe Tüte pro Tag. Und dann komme ich demnach 4 Tage damit aus. Dann gab es auch für die Buttwig-Creme einen Kernemix. Fand ich interessant. Für 1,99 Euro. Da sind natürlich am meisten wahrscheinlich die billigen Sonnenblumenkerne drin. Dann haben wir noch Cashewkerne, Kürbiskerne und noch was anderes, was ich nicht kenne. Hanfsamen. Mal eben schauen. Zutaten, ja klar, 50% Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne
ungeschälte Sesamsamen, Cashewstücke und Cashewstücke. Ja. Geht bestimmt gut in der Buttwich-Creme. Leider hatte ich letztens kein Backpulver mehr und musste mit Weinsteinpulver backen und das mache ich nie mehr. Das Backpulver hat 65 Cent gekostet. Softdattel, auch für die Buttwichcreme oder wofür auch immer. Die haben gekostet 2,49, ne? Finde ich ja auch echt teuer. Und dann zum Backen oder für Süßspeisen. Ich will mir auch mal wieder Grießbrei machen. Dieses Vanille-Dings da für 1,99. Steht extra drauf, alkoholfrei. Ja, liebe Jungs, das war's. Das war mein Einkauf. Jetzt müssen wir zum Schluss noch ein Bild machen, damit ich auch ein Vorschaubild habe. Dieses hier, 7 Days. Ah, oh, ne? Wisst ihr Bescheid? Okay, jetzt muss ich in die Linse noch gucken. Ne? Okay, bis bald.